Das Schwert, das die Panzerhandschuhe der Rüstung umklammern, weist jedoch Spuren des Gebrauchs auf. Nicht zuletzt eingetrocknete Blutflecken. Die Kette untersuchen. Auf dem Anhänger sind mehrere Siegel der Beschwörung und des Bindens zu sehen. Zwei sind ohne um der Rüstung Sehnessenz einzuflößen, um sie mit so etwas ähnlichem wie Intelligenz und Leben zu versehen. Die Kette entreißen. Als deine Finger das Medaillon berühren, fährt ein Puls magischer Kraft durch deine Hand und deinen Arm hoch. Mit dem leisen Knuschen von Metall auf Metall wendet sich der Helm der Rüstung dir zu. Zauberte Amulett der Animation. In diesen Anhänger eingerüsteten Runen hauchen der Rüstung, auf die der Anhänger gelegt wird, Leben ein und verleihen ihr die Gewandtheit und Stärke eines erfahrenen Kriegers. Allerdings wurden ihr entsprechende Intelligenz und Persönlichkeit. Und allerwenigstens taten sie das, bevor du ihn entzaubert hast. Okay. Stand together. Ob der allergisch auf Magie ist? Ja, er nimmt Schaden. Okay, wir müssen ein bisschen buffen. Und die buffen und... We had some good times. Okay. Heiliges Opfer. Bist du ein Gefäß oder Geist? Nein, bist du nicht. Okay, mittlerweile schwer verletzt, also nicht aufhören. Haben wir noch irgendwelche Zauber? Ja, das wird nicht wirken. Ist nämlich eine... Oh ja, heiliges Opfer, bitte. Come on, Palutena, hang in there. Jetzt aber ein heiliges Opfer. Ach so, wir sind auch mit den Tentakeln im Kampf. Okay, könnten wir fast schon wieder runtergehen und nochmal rasten. Das Ding war ja so stark, ey. Purpurrote Rüstung. Ach, jetzt aber mit plus 55 Erholung. Gewährt Überlebender. Puh, das wäre eigentlich eine Rüstung für Idee.
Aber nicht. Nee. Be cautious. I'd be glad to. Be constant. I see you there. Warum habe ich gewusst, dass das Ding nicht alleine ist? Careful. As you wish. That's not very helpful. Oh, auch noch ein von Sporn befallener Bibliothekar dabei. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr draufsetzen. Das. Das sollte ich öfter machen, das macht nämlich schon bösen Schaden. So, da übernehmen wir mal Fenrir wieder. So, jetzt bitte stirb. So, danke. Aber muss natürlich noch Fenrir töten. Ja. Ah ja, leuchtender Adrastaub. The trees of Air Glanfath possess souls as strong as any kith, and their entangled roots extend for miles. Die Bäume von Air Glanfath besitzen Seelen, die ebenso mächtig sind wie die Seelen der Gestandenen, und ihre miteinander verwobenen Wurzeln erstrecken sich über eine Strecke von vielen Meilen. Ja, ich habe die Annalen von Lengrath 1 bis 5 verloren, habe die gesammelten Annalen von Lengrath. Oh, da steht jetzt komplett. Ah. Gut. But dig beneath any of them. Follow those roots and you'll see they don't end but lead to a neighbor. They're many souls sharing one body. Aber wenn du zu graben beginnst und diesen Wurzeln folgst, wirst du feststellen, sie enden niemals. Sie führen nur zu einem benachbarten Baum. Die Bäume sind viele Seelen, die einen einzigen Körper miteinander teilen. Why shouldn't willing kith be able to do the same? Warum sollten willige Gestandene nicht in der Lage sein, dasselbe zu tun? So, hat sich da was... Da, Wurzeln und Zweig. Das letzte Buch befand sich im Besitz einer Kolonie Sporen, die ein Bewusstsein entwickelt hat und überzeugt war, Lengrath zu sein. Ich habe die Sporenkolonie vernichtet und mir das letzte Buch geholt. Jetzt muss ich die gesammelten Annalen zu Lengrath bringen. Und ja... hier nochmal die Gesamtfassung. Mit jeder Drehung des Rades nehmen die Götter uns das, was uns ausmacht. Auf ihren göttlichen Drehbank fräsen sie alles fort, was wir jemals gelernt haben. Das Einzige, das wir bewahren, sind die blassen Schatten unserer Seele. Alles andere, Wissen, Erinnerungen, sei ich, all das wurde uns geraubt.
Ob die Götter etwa Angst haben, wir können eines Tages so stark werden wie sie, wenn sie es nicht tun? Die Bäume von ihren Glamfab besitzen Seelen, die ebenso mächtig sind wie die Seelen der Gestandenen, und ihre miteinander verwobenen Wurzeln erstrecken sich über eine Strecke von vielen Meilen. Aber wenn du zu graben beginnst und diesen Wurzeln folgst, wirst du feststellen, sie enden niemals. Sie führen nur zu einem benachbarten Baum. Diese Bäume sind viele Seelen, die einen einzigen Körper miteinander teilen. Warum sollten wenige Gestandene nicht in der Lage sein, dasselbe zu tun? Man kann einen Ast von einem Baum nehmen und ihn auf den Stamm eines anderen pfropfen. Wenn man dann eine Weile wartet, kann man erleben, wie beide Bäume auf einmal gemeinsam Früchte tragen. Weil es ist als die Früchte, die jeder Baum vorher einzeln hervorgebracht hat. Müsste es dann nicht auch möglich sein, dem Wurzelstock eines willigen Gestandenen einen Seelensprössling einzupflanzen? Dann würden die Seelen nicht zerbrechen, sondern miteinander verschmelzen und gemeinsam stärker werden. Die Götter sehen gebrochene Seelen sehr wohl. Sie kümmern sich nur nicht. Kaputte, gebrochene Geschöpfe werden von ihren Schöpfern im Stich gelassen, umhergewirbelt wie ein Blatt im Wind, ohne jede Fürsorge, ohne jeden Beistand. Ob eine absichtsvoll zerbrochene Seele ihnen ebenso gleichgültig wäre? Ich werde mir ihre Gleichgültigkeit zunutze machen und sie gegen sie verwenden. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Verachtung mir dient. Eine eingepflanzte Seele ist vor dem Blick der Götter verborgen. Sie kann sich wie das Blutfieber verbreiten, bringt aber ihren Wirt nicht um. Nein, ich werde ein Fieber des Geistes sein, unsichtbar, unaufhaltsam, ewig. Ah, das ist dann wohl Lengrafs Seele. Oh, ich dachte schon, das wären 5. Feuchtspuren, antike Tafel. In diese fragile Tafel wurde vor tausenden von Jahren mühselig in vitalische Runen eingeritzt. Okay. Das ist einfach nur wieder Text, wie die Bücher wohl. Das ist auch nur irgendwelche Bücher. Glamfantatische Bräuche, auch nur irgendwelche Bücher. Und hier? Schreiben der Okkulten hat, die Königin gewesen war und noch immer ist. Ja. Alles aber nichts Sinnvolles. So, das heißt, wir können hier durch die sporenverkrustete Tür oder in die gesperrte Sektion mal gucken, wo wir da rauskommen. Weil ich habe in der gesperrten Sektion bis jetzt nur den Weg nach unten in die... hinteren Kammern gefunden. Mal gucken, wo uns das hinführt. Oh. Verborgenes Loch. Notiz zum Imp. Ich will nichts mehr von dieser Sache hören. Du warst es, der diesem wuselnden Schreier es erlaubte, sich frei durch die Sammlung zu bewegen, weil er dich amüsierte. Jetzt, wo er gekommen ist, bist auch du dafür verantwortlich, ihn zurückzubringen. Außerdem musst du die gestohlenen Artefakte wieder beschaffen. Das Orakel hat uns zweimal dazu ermahnt, Magie von ihm fernzuhalten. Glücklicherweise bietet sich uns dadurch die Gelegenheit, unsere Make-Prozedur an einem geschwollenen Imp zu testen. Das wird eine gute Übung dafür sein, Nemnok zu unterdrücken, bevor seine ergebende Anhängerschaft so weit anwächst, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können.
Ich habe Nemnok in meinem Geldbeutel. Ich habe Nemnok bekämpft. Nemnok war ein richtiger Nervenbolzen. Wo ist er denn? Da, Nemnok. Von hier ist also Nemnok geflohen. Verborgenes Loch. Ja, will ich da rein? Gucken wir doch einfach mal, was dahinter ist. Oh, einfach nur ein Durchgang. Also gar kein neues Gebiet im Trickster. Notnok. Diese wertlose Krimskrams ist ein wenig feucht und riecht nach den Ausdünnungen von Imps. Okay. Können wir reden? What you do here, eh? This my realm. Was tust du hier? Das ist mein Reich. Another imp with delusions of grandeur.